Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Fröhlich Ja, wollen wir hallo. den Tag beginnen, Rudi. Gerade sitzen, fröhlich sein, hat mein damaliger Religionslehrer, Pastor Theodor Christiansen, gesagt. Der seinen Job damals verlor 1970, weil er bei der Beerdigung in Kiel von dem vermutlichen RAF-Terroristen von Rauch eine aufrüttelnde Rede gehalten hat und den deutschen alten Adenauerstaat verunglimpft hat. Gerade sitzen, fröhlich sein. Ja. Ja, na, wir hatten ja früher immer diesen Spruch, fröhlich wollen wir den Tag beginnen. Muss ja schon was dran sein irgendwie, ne? Ja, dann bleiben halt Leute halt einfach liegen im Bett, ne, und beginnen ihn nicht. Ne? Genau. Nee, und wenn man den Unfug sich anhört, was so manche Politiker wieder von sich geben, insbesondere im bayerischen Raum, ist schon erschreckend. Söder, Söder versteht nicht, dass man Geld nicht zweimal ausgeben kann. Ne? Da haben seine Minister damals in Berlin Doping, Steuer, Abermillionen rausgehauen, hunderte Millionen. Naja, und jetzt hätte er sie gern für was denn überhaupt? Für einen Marshallplan. Ja, aber mit 500 Millionen kannst du ja gerade mal die Briefmarken kaufen für den Marshallplan. Ja. Das, nee, ich finde 5,5 Milliarden ist schon Geld für Bayern. Also den bayerischen Staatshaushalt würde das schon immens entlasten. Ja, wenn du so guckst, also der hessische Staat entzieht den Kommunen seit Jahren ungefähr 165 Millionen Euro jährlich und hat damit dann die Entschuldung von den am höchsten verschuldeten Kommunen sich selbst bezahlen lassen. Genau. Ja, Genau. nee, das kann man machen. Man kann alles sowas machen, ja. Genau, oder das Geld, was der Spahn heißt, der dort, glaube ich, zum Fenster rausgeschmissen hat, mit dieser Maskenaffäre, anschließend mit dieser Covid-Test-Affäre. Also das sind wirklich Milliarden zum Fenster rausgeballert worden, ja. Ja, man muss denen zugutehalten, die haben wirklich nicht gewusst, was da auf sie zukommt und wie es sich auswirkt. Haben ja auch nicht hören wollen auf die Wissenschaft. Nee, wissenschaftlich haben doch Unbedingt. nichts drauf. Die guckt jetzt mit dem Wetter an, draußen regnet es mal ein bisschen. In Spanien sind kleine Fluten. Das ist doch alles normal. Haben wir doch schon seit Hunderten von Jahren. Ja, hat es schon immer gegeben. Ja. Hat schon immer gegeben, ja. Klar. Uns hat es aber noch nicht schon immer gegeben und ich hoffe, dass immer noch einige jetzt zuhören, obwohl wir nicht politisch korrekt hier unterwegs sind. Also wir sind eben kein politisch korrekter Kommentarkanal, sondern wir Ja, machen das ist klar. Boulevard, ja, mal von der anderen Seite. Wir machen Boulevard, ja. Das finde ich auch okay. Im Gegensatz zu Lanz, der hat sich ja gestern fürchterlich aufgeregt, dass er von diesem Verfassungsrechtler als Boulevard bezeichnet worden ist und dass er nichts drauf hätte. Aber was wahr ist, muss wahr bleiben. Der wollte ja nur ein bisschen zuspitzen. Da hat der Verfassungsrechtler halt mal den Schramm gemacht und den Marsch geblasen. Ja, wunderbar, prima. Genau, Endlich mal, endlich mal kommt da ein bisschen Bewegung rein. Das müsste bei jeder Sendung mindestens zweimal sein oder ja. dreimal. Bei Klammrot am Montagabend müsste die Sendung gleich damit beginnen und sagen, nun kommen Ja, Sie mir ja. bloß nicht mit Ihren Flachheiten hier, wie jeden Montag. Lass uns Genau. mal wirklich Tacheles reden, ja. Genau, der hat ihm gestern auch gesagt, was schwätzen Sie hier eigentlich über die Eitelkeiten von irgendwelchen Politikern, statt sich mal um die Sachen zu kümmern, die wirklich wichtig sind. Das, was Olaf Scholz gestern ja bei diesem Industriegipfel tatsächlich auch gemacht hat, sich mal mit den großen Automobilkonzernen unterhalten und mit den anderen Beteiligten an der Wirtschaft, den Gewerkschaften, was wir jetzt mal im Deutschlandpakt machen könnten, damit es mal wieder vorwärts geht. Ja. Ja, es muss einen Pakt geben. Darüber Das sagt redet doch dann. selbst der Dulger. Der Dulger hat es doch auch gesagt gestern. Er hat ja nicht Unrecht. Die wollen natürlich was anderes als die Gewerkschaften, wollen was anderes als eine fortschrittliche Politik. Aber sie sehen das Erfordernis, dass alle gemeinsam den einen Weg dann zu beschreiten haben, damit es vorangeht. Ja. Ja, Lanz sieht es anders. Der möchte gern die Eitelkeiten der Politiker nutzen, um
ständigen Streit herbeizureden. Das hat er erfolgreich gemacht. Döpfner hat ihm das ja schon vor 3 Jahren aufgetragen, möglichst Teile und Herrsche zu propagieren. Lanz macht das ganz hervorragend. Also wenn ich Döpfner wäre, wäre ich hochzufrieden, dass ich so ein U-Boot im öffentlichen Rechtlichen habe. Also Ja. Gratulation. Lanz hätte ja auch gar keine Daseinsberechtigung. Der müsste ja in Südtirol die Bergsteigen. 3000er zum 10. Mal erklettern, Genau. damit er irgendwie den Tag rumbringt. Genau, wie Louis Trenker mit dem Rucksack durch die Alpen ziehen. Das wäre mal eine vernünftige Aktion. Da könnte er mal seine Heimat kennenlernen, der Ja. Markus. Wer schenkt ihm endlich einen Rucksack? Genau, und die Manager bleiben dabei. Schuld sind die anderen, insbesondere die Gewerkschaften und die Grünen. Wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir auch keinen übermäßigen CO2-Verbrauch. Dann könnten wir einfach weiterfahren mit den Verbrennern. Wäre alles in Ordnung. Was las ich in der Zeitung? Dass die Industrie, die also Dinge herstellt, Verfahrensweisen, Maschinerien und was weiß ich für erneuerbare Energien, dass die aufholen und der Fossilindustrie jetzt schon bald den Rang ablaufen. Ja. Windenergie und der ganze Kram, der Markt hat sich verdreifacht oder wird sich Ja. verdreifachen in den Ja. nächsten Jahren. Ja. Das ist genau das, was vorausgesagt wurde. Und Ja. da kann man wirklich Geld reinstecken und dann hätten wir einige Probleme weniger. Ja. Und dann wären auch einige Ganz bei Arbeitsplätze, dir. die deshalb fortfallen, weil Ja. VW-Manager 10 Jahre lang mindestens nicht erkannt haben, dass sie ein totes Pferd reiten, nämlich das Länger, auf länger, länger. Erdölbasis, ja. Ja, Also verlieren die können doch müssen. Die auch, würden da neue Jobs finden, ja. die können doch lesen, die waren doch in China aktiv, die können doch die chinesische Mandarinschrift lesen, alles in Ordnung. Die haben mitgekriegt, dass der Fünfjahresplan 2008 gesagt hat, ab 2014 spätestens wollen wir nicht mehr mit Verbrennern fahren. Naja, das kann ein armer deutscher Manager gar nicht wissen. Ja. Naja, jetzt haben wir noch, die Israelis haben ja die UN rausgeworfen. No. Ja, was ein Blödsinn. Ja, also es ist einerseits ist es folgerichtig, weil es sind fast nur Palästinenser tätig in dieser Organisation und dann heißt das natürlich, ja, dass da auch etliche dabei sind, die diesen Organisationen anhängen, die eher terroristisch unterwegs sind als staatstragend. Ja, Aber ja. die Hamas war nun mal auch staatstragend im Gazastreifen. Sie Ah, hat ja. vieles bewirkt dort auch im gesellschaftlichen Bereich. Sie hat Schulen Naja, angeboten naja, und naja, wir betrieben. haben das, also bin ich anderer Meinung. Also wir haben das bezahlt, wir haben das mit viel Geld bezahlt und dann haben die Wasserleitungen, Wasserrohre genommen, um Raketen draus zu machen. Die haben anstatt Kanäle unter die Straßen zu legen, haben sie Bunker gebaut, statt Schulen Nein, aufzubauen, nein, nein, haben nein, 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 nein. Zentralen drunter gebaut. Vielleicht haben Sie mit einigem Geld das auch gemacht, da bin ich mir sicher. Sie hätten also mehr machen können für die Bevölkerung. Und die ist ja auch nicht gerade reich geworden in der Zeit, wo die Hamas so toll den Laden da organisiert hat. Ja? Ja, eben. Alles klar, ja, alles klar. Aber das hätte man als UN auch schon vorher erkennen Genau, können. ganz genau. Also Wie man die kann doch immer sagen. VW-Manager, auch wieder 10 Jahre lang, Ja. 20 Jahre lang drauf gesessen. Genau, dieselbe Haltung. In der Komfortzone bleiben, ja nichts verändern, nicht mal gucken, wer mit was man sich beschäftigt. Solange es läuft im Quartalsbericht, ist alles gut. Das ist diese Haltung der Betriebswirtschafter. Wir müssen nichts tun, solange die Quartalszahlen stimmen. Bloß nicht an die Zukunft denken, ja? Und das ist so das Schuldenbremsen-Denken auch der deutschen Bevölkerung. Ja? Solange alles läuft, ist alles gut. Und wenn sich was verändert, ist die Politik schuld. Ja? Ah ja. Nee, meine Ja, Herren. deutsche Bevölkerung hat die Schuldenbremse gewollt, hat sie mit ihren Kreuzchen in die Verfassung geschrieben, Ja, die muss man haben sich kräftig CDU überlegen. Ja, es gewählt. waren ja die deutschen Bürger, es war nicht die Politik, die das gemacht hat. Es war Ja, der das deutsche stimmt. Bürger, der sein Kreuz bei der Volksabstimmung gemacht hat. Aber Genau. dann der Politik sagen, ich weiß zwar, dass du kein Geld dafür hast, aber ich möchte trotzdem, Komma, das. Ich möchte eine Vollversorgung bei im Krankenhauswesen. Ich möchte, dass die Brücken wieder funktionieren, damit ich da
Ja. Ohne Geschwindigkeitsbeschränkung, also schon 130 gar nicht, ja, rüber rasen kann. Ich möchte, dass ihr euch bei den Unternehmen darum kümmert, dass die Löhne auf 20, 30 Euro pro Nase steigen und das alles ohne, dass der Staat Geld dafür hat oder überhaupt den Auftrag. Ja. Diese Vollversorgungsmentalität hat damals schon die DDR in den Strudel des Bankrotts gerissen. Ja. Naja, ein Thema, Rudi, wenn Jetzt wir die mit dann. Gewerkschaften, sie Ja. stehen für die 7%, sogar die bei VW stehen für 7% und stehen zu Recht da, auch bei Verdi. Und sie werden Natürlich. streiken und sie werden dieses Land natürlich in eine extra Krise noch führen, weil das Nee, das ist keine Krise. Das freut ist auch eine. die Unternehmer, dass das dann immer noch mal wieder ein klein Das ist wenig auch schlechter keine geht. Krise, sondern das ist eine Maßnahme, um die Konjunktur zu beleben, weil die Leute, die hier Geld verdienen, die Leute, die hier eine Lohnerhöhung bekommen, die geben das auch hier aus. Und die geben es nicht in China aus oder in den USA, sondern die geben das hier bei uns aus. Und das ist gut so. Und wenn die die Binnennachfrage ankurbeln mit 7 oder 8%, dann ist das auch gut für die Arbeitsplätze, die wir in Deutschland haben. Aber Ja, gut. natürlich, sorry. Ich wollte mit der Krise nicht falsch verstanden werden. Es ist eine politische Krise, die dadurch natürlich wieder erzeugt wird, ja, mit Hilfe derjenigen, die auch ein Interesse dran haben an dieser politischen Krise. Es ist natürlich keine kommerzielle Krise. Lanz, Das das ist längst widerlegt. Die letzten zwei Quartalszahlen beim Verbraucherindex weisen nach oben. Und es ist nicht abzusehen, dass das wieder abbricht, sagen die genau, ich glaube, wir entsprechenden können da tätigen Institute. Optimismus verteilen, ja. Ja. Also Ich muss auf die Uhr gucken, Rudi. dieser Katastrophenjournalismus, Journalismus. der da jetzt Platz gegriffen hat, der ist völlig fehl am Platze. Die Leute haben durch höhere Löhne, Millionen Menschen sind das, aber Millionen Menschen, die höhere Löhne haben, mehr Geld, Mindestlöhne. die im Bürgergeldbezug waren, profitieren von einer höher gelegten Grenze und haben auch mehr Geld. Okay, es sind mehr im Bürgergeldbezug, aber sie haben mehr Geld. Und. Und das bedeutet am Ende, die Wirtschaft kommt wieder ins Laufen, und zwar durch die Binnennachfrage. Genau. Rudi, wir müssen auf die Uhr gucken. Wir sind mit unseren 5 Minuten schon weit drüber. Aber heute war ja nicht das letzte Mal, oder? Nö. Und wer es gewagt hat, bis jetzt auszuhalten, morgen wieder.